Herzlich willkommen zu unserem Webinar bei der Michael Wessel. Heute zum Thema der Digital Workspace. Wir haben heute ein Webinar aus der Reihe, in denen wir auch eine technische Demo zwischenschalten, allerdings auch ein bisschen drumherum erzählen, uns ein Thema gegriffen, was uns alle angeht, uns alle mehr oder weniger schon betroffen hat. Und wir wollen das mal aus technischer Sicht betrachten und ein bisschen mit Erfahrungen und auch Kundenbeispielen aus unserem täglichen Doing in Ihre Richtung ein bisschen berichten. Ich freue mich über zahlreiche Teilnehmer hier gerade. Sehe das im Chat. Komme gleich ein bisschen dazu, wie wir das Doing hier machen und möchte als allererstes mal diejenigen vorstellen, die heute für Sie zu Ihnen sprechen werden. Das sind wir drei. Sie sehen den Marco Rosin, Sie sehen mich und der Kollege Ramzi Mansour. Das ist ein Video, Sie aktuell nicht sehen, wird nachher die technische Demo machen. Sehr aus Anwendersicht, aber mit sehr viel verschiedenen Fenstern und so weiter und so fort. Deswegen beschränken wir beide uns auf die Videoübertragung. Marco Rosin von der Firma Citrix, Senior Partner Account Manager, unterstützt uns schon seit vielen Jahren im Bereich Citrix und der Betreuung unserer Kunden. Und der Ramzi Mansour, wie gesagt, wird heute auch die technische Demo machen. Sales Engineer von der Firma Citrix. Vielen Dank für die Unterstützung, die tatkräftige Unterstützung. Und ich hoffe auf eine tolle Demo, ein tolles Webinar. Und ein bisschen Interaktivität, wo wir auch schon bei der nächsten Folie wären. Ungefähre Agenda. Wir wollen anfangen mit einer kurzen, ja, nennen wir es mal Umfrage. Das ist eher so eine Rundfrage in die Runde, die wir dann gerne im Chat beantworten können. Und einer kurzen Einführung in das Thema und wie wir das heute aufziehen, wie wir das Ganze jetzt heute mal angehen wollen. Da kann ja viel hinterstecken. Wir haben uns da so einen gewissen Plan gemacht, wie wir das mal betrachten wollen. Es gibt dann die Demo zum Thema Workspace allgemein. Da kommt viel Technisches vor. Es kommt eine Workspace-App vor, ja, genau, wie der Name schon sagt. Und ein paar Updates aus dem Hause Citrix. Da sind wir dann auf dem neuesten Stand, was die technische Seite angeht. Wie gesagt, aus Anwendersicht, aus User-Sicht auch. Erfahrungen aus 2020, die wir gesammelt haben, die Citrix gesammelt hat. Wir machen weiter mit ein paar Kundenbeispielen. Da haben wir uns zwei rausgegriffen, die so ein bisschen repräsentativ sind für das, was wir mit Kunden erlebt haben und ein bisschen aufzeigen, wie wir dort mit Citrix-Technologie unseren Kunden helfen konnten und unterstützen konnten. In dieser Zeit ab März, wie Sie im Teaser ja auch schon gelesen haben. Es gibt Änderungen am Lizenzmodell, die wir kommunizieren wollen, die Citrix betreffen. Die kommen dann von dem Kollegen Marco. Und dann haben wir noch Zeit für Fragen und Antworten. Diese Zeit für Fragen und Antworten wird dann wahrscheinlich ungefähr nach knapp einer Stunde beginnen, sodass ich mich freue, wenn Sie dann noch drin bleiben im Webinar, um Ihre Fragen auch direkt beantwortet zu kriegen. Sollten Sie das nicht tun, zeitliche Gründe, wie auch immer, werden wir diese Fragen trotzdem nicht einfach übergehen, sondern hinterher noch per Mail beantworten. Das heißt, jede Frage, die Sie stellen im Bereich F und A, den Sie unten am unteren Bildschirmrand finden, jede Frage wird beantwortet, die greifen wir hinterher auf. Also während des Webinars gerne einfach die Fragen einstellen. Manche versuchen wir direkt schon zu beantworten. Und den Überhang dann, wie gesagt, im Nachgang. Das Webinar wird aufgezeichnet. Die Info möchte ich Ihnen noch mitgeben. Die Präsentation, die wir hier haben, wird in erweiterter Form um ein bisschen das Gesprochene, was wir jetzt heute hier haben, noch an die Teilnehmer verschickt. Und ja, Diskussionsteilnehmer außer denen, die jetzt Moderatoren sind, sind jetzt erstmal während der Veranstaltung stumm geschaltet. Das noch als kleiner Hinweis. Ich möchte gerne ein bisschen Sie auch teilhaben lassen, Interaktivität insofern reinbringen, als dass Sie vielleicht diese Frage mal uns gestatten und wenn Sie möchten, einfach mal über den Chat beantworten. Sie finden den Chat auch mit Mouse over am unteren Bildschirmrand, sodass Sie in den Chat mal vielleicht ein Stichwort uns eingeben können, für ein Thema, was Sie im Kontext dieses Webinars besonders interessiert, was Sie vielleicht auch in der Demo gerne nochmal sehen würden oder so. Wir können da sicherlich nicht alles aufgreifen, aber vielleicht kann der Herr Mansour dann vielleicht auch das eine oder andere nochmal zeigen, was Sie besonders interessiert.
oder wir greifen es hinterher auch in den Fragen und Antworten auf. Ich hoffe, Sie kommen in den Chat rein. Dann würde ich mich freuen, wenn Sie da vielleicht uns ein Stichwort geben, sodass wir das mit aufnehmen können. So, die ersten Themen kommen. Vielen Dank. Sieht gut aus, super. Denke ich auch. Ja, beim ersten muss ich schon schmunzeln, genau. Das kommt in einem der Kundenbeispiele vielleicht ein bisschen. Guck mal, da kommt ja so einiges. Ja, finde ich super. Vielen Dank. Herr Ramsey, dann zieh dich mal warm an. Genau, richtig. Okay. Das ist eigentlich genau das, was wir nicht haben, ne? Ja, aber machen. Wir kommen da schon hin. Wir kommen da hin, genau. Dass wir die Kurve. Ich würde sagen, wir sammeln das jetzt mal im Chat. Schreiben Sie ruhig weiter rein. Lassen Sie sich Zeit. Überlegen Sie vielleicht noch ein bisschen, während ich jetzt den Staffelstab schon übergeben möchte an den Marco Rosin. Sehr gerne. Müsstest du jetzt mich freischalten, ne? Du müsstest jetzt die Präsentation übernehmen. Funktioniert? Nee. Ah, und? So, bist herzlich jetzt eingeladen. Jetzt darfst du. Jetzt geht's los, genau. Seht ihr jetzt meinen Bildschirm? Dennis? Nein, noch nicht. Wenn es nicht will, kann ich ja noch mal versuchen. Ja, mach du mal bitte. Ich habe hier, dass es deaktiviert ist. Das bekommen wir hin. So. Bitteschön. Jetzt seht ihr meinen Bildschirm. Ja. Ja, wunderbar, prima. Ja, erstmal ja, herzlich willkommen auch von unserer Seite zum Vortrag oder zum Webinar oder Workshop der Digital Workspace oder wie Citrix den einheitlichen Arbeitsplatz für das New Normal schafft. Dennis hat es eben schon gesagt, mein Name ist Marco Rosin, ich bin Partner Account Manager bei Citrix, macht das schon eine ganze Weile, das Thema macht mir auch extrem viel Spaß. Und ich möchte Sie heute in meinem virtuellen Webinarstudio hier in Münsterland begrüßen. Ich finde es besonders gut, dass wir, also ich denke mal, Sie werden ja als Teilnehmer einiges an Einladungen zu Webinaren, zu virtuellen Veranstaltungen bekommen. Und das Thema scheint wirklich zu ziehen. Wir haben viele Teilnehmer heute. Wir haben Teilnehmer von Mittelstand bis DAX und von Kommune bis Bundesbehörde. Also alles dabei. Von daher sehr, sehr herzlich willkommen in unserem Webinar. Da komme ich gerade nicht weiter. Ah, okay, gut. Das ist ein bisschen Verzögerung. So, wenn wir uns mal diese Pandemiephase und wir sprechen ja über das New Normal praktisch, was wir irgendwann mal nach der Pandemie haben werden. Wenn wir uns diese Phase mal anschauen, dann ist so die erste Phase, das beginnt so bei uns gedanklich im März. Ich denke bei Ihnen auch. Als es irgendwann diese Lockdown-Phase gab, als alle Unternehmen zusehen mussten, dass sie ihre IT-Prozesse irgendwo ins Homeoffice verlagern. Also als hier wirklich dieses Thema Remote Work oder Work gar nicht extremst angesagt war und alle Unternehmen einfach zusehen mussten, hier die Mitarbeiter ins Homeoffice zu verfrachten. Das ist für Citrix, das erste Halbjahr war für Citrix, für unsere Partner eine extrem stressige Zeit, wo wir eben sehr, sehr viele Anfragen von Kunden hatten, von Neukunden, die sich dann eben genau dann mit dem Thema auseinandergesetzt haben, von bestehenden Kunden wie Krankenhäusern, die Tausende von Usern mal eben in 3 Tagen nachgekauft haben, oder der Bundesanstalt für Arbeit, die eine 5-stellige Useranzahl nachgekartet hat, eben auf Basis von bestehenden Umgebungen, die heute, die schon bereits da waren, wo auch die Hardware ausgereicht hat.
Und wenn wir uns jetzt mal so Richtung dieser zweiten Phase hier bewegen in der Grafik, dann würde ich mal sagen, so dieses Thema Remote Work geht definitiv noch nicht so weit runter. Das wird sicherlich noch eine Ecke weiter oben bleiben. Und das Thema Absicherung, was wir hier sehen, in dieser ersten Phase war bei einigen Unternehmen, das haben wir auch festgestellt, bei einigen jetzt Kunden, die oder jetzt Unternehmen, die jetzt Kunden sind, dass erstmal noch so das Thema in irgendeiner Form behandelt wurde. Wir bauen jetzt mal ein VPN, haben eine Client-Server-Lösung auf Basis von Softwareverteilung. Wir bauen jetzt mal ein VPN, um in unsere Unternehmens-IT eben entsprechend einzutreten. Das Thema Absicherung war da vielleicht nicht ganz so groß geschrieben, also erstmal Remote Work. Und in dieser zweiten Phase, die wir hier sehen, ist dieses Thema Remote Work nach meiner Auffassung noch deutlich höher zu sehen. Das Thema Absicherung natürlich ist deutlich höher gekommen. Aber vor allem dieses Thema, diese flexible Arbeitsumgebung eben weiterzuschaffen, so dieses New Normal, ist bei vielen Unternehmen heute auf dem Schirm. Wie kann ich eigentlich mich jetzt professioneller an das Thema annähern und wie kann ich vor allem später auch, wenn sich die Mitarbeiter oder wenn sich das Leben wieder einigermaßen normalisiert hat, eben in diese, wie kann ich das entsprechend bereitstellen, dass ich auch dort meinen Mitarbeiter so ein hybrides Modell eben entsprechend bereitstellen kann. Wir haben viele Phasen durchgemacht oder machen gerade viele Phasen durch. Das hat ja Nadella von der Microsoft hat gesagt in den vergangenen Wochen, so diese digitale Transformation, die wir durchlaufen, was wir eigentlich sonst in zwei Jahren so gemacht hätten, das hat sich jetzt extrem komprimiert auf 2 bis 3 Monate. Also sehr, sehr schnell durchschritten. Gib mir ein Zeichen, Marco, für die nächste Folie, ne? Okay, ja, dann jetzt. Okay. Der Wandel wird bleiben. Wir haben mal eine Studie, also eine globale Studie haben wir mal von Citrix entsprechend verfasst und an unsere Kunden geschickt. Und da waren mal so ein paar Punkte drin, beispielsweise, dass 75% der IT-Führungskräfte erwarten, dass sich nicht nur die Arbeitsweise, sondern eben auch die Arbeitsvereinbarung zukünftig verändern werden. Also dass Mitarbeiter einfach erwarten, dort entsprechend im Homeoffice arbeiten zu können. Und dass auch eben genau mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer das auch vorziehen würde, auch wenn es dann wieder zur Normalität übergeht, auch entsprechend aus dem Homeoffice arbeiten zu können. Nächste Folie bitte. Das Thema Sicherheit ist ein ganz wichtiges, wo die Führungskräfte in den IT-Abteilungen oder der Unternehmen besorgt sind darum, wenn die Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten, wie denn entsprechend so das Thema der Sicherheit dort aufgestellt ist. Also bin ich eigentlich mit meinen Heimarbeitsplätzen, mit den Homeoffices entsprechend sicher aufgestellt? Mehr als die Hälfte der IT-Einschalter sagen, dass die Mitarbeiter die Software, die eigentlich nicht unternehmenskonform ist, also das Thema Schatten-IT, deutlich sprunghaft angestiegen ist, also dass hier auch Software auf den Endgeräten installiert wird, die eigentlich überhaupt nicht zulässig sind. Das Thema VPNs hatte ich eben schon genannt. Viele Unternehmen haben sich hier erstmal so dieses VPN-Thema zunutze gemacht und gesagt, wir machen jetzt erstmal das, was wir bisher haben und greifen dann eben durch einen geschützten Kanal darauf auf unser Unternehmensrechenzentrum zu, dass eben dort VPN-Ausfälle zu viel Ausfällen eben der Unternehmens-IT geführt haben. Nächstes Slide. Das Thema der Cloud, das haben wir gesehen. Ich weiß nicht, wer es von Ihnen dann auch registriert hat, dass die Microsoft einen sprunghaften Anstieg eben ihrer Azure-Auslastung hatte. Google Cloud, AWS extrem auch. Also dass hier so dieses Thema, wie nutze ich eigentlich die Public Cloud jetzt oder in Zukunft, einen deutlichen Vorschub erreicht hat, sodass deutlich mehr eben an Unternehmen darüber nachdenken, heute zu sagen, wir hatten eigentlich eine eigene Asset-Only-Strategie, denken aber inzwischen auch darüber nach, im Zuge von Ausfallszenarien dort eben auch entsprechend die Public Cloud deutlich mehr nutzen zu wollen. Nächstes Slide bitte. Nochmal. So dass wir hier durch diese Diskussion des New Normals, dass wir Ihnen hier im Prinzip mit dem Citrix Digital Workspace eine Lösung bieten, die zum einen mal von der Anwendersicht her
es erlaubt, wirklich von überall her zu arbeiten, die es dem Mitarbeiter ermöglicht, von überall seinen digitalen Workspace aufrufen zu können, unter der Prämisse, dass wir hier auch Policies einführen und sagen, der Mitarbeiter darf auch von seinem privaten, von seinem eigenen Endgerät, was nicht unternehmensgemanagt ist, arbeiten, das über Policies, da haben Sie mir so recht, bestimmt auch ein bisschen was zu zeigen, dass die IT in jeder Form bereit ist, eben alle Applikationsszenarien, Client-Server, Windows-Desktops, aber auch eben mobile oder SaaS-Applikationen bereitzustellen und dort eben wirklich zu sagen, wir sind agil, wir können dem Mitarbeiter alle Arten von Applikationen, alle Architekturen, alle Daten in seinem virtuellen Workspace überall her bereitstellen. Und ein ganz, ganz wichtiges Thema ist eben so dieses Thema der Sicherheit, dass wir hier durch diese hybriden Szenarien, die jetzt mehr und mehr entstehen werden, wir Ihnen als unseren Kunden ein Toolset praktisch an die Hand geben, was es Ihnen ermöglicht, hier auch vollkommene Sicherheit zum User herauszustrahlen und die Homeoffice, also überhaupt die Arbeitsumgebung der User, entsprechend sicher anzubinden. Klick. Und das immer eben unter der Prämisse, dass wir hier mit dem Citrix Workspace einen komplett konsistenten Arbeitsplatz darstellen unter der Prämisse, immer eben diese Dinge auf der linken Seite, jedes Endgerät anbinden zu können, vom Smartphone über das Tablet, über die mitarbeitereigenen Rechner, die Smartwatch ganz unten mit vielleicht ein bisschen klein sein und eben wirklich in einem Portal immer gleich aussehend den Mitarbeiter alle Arten von Applikationen bereitstellen können. Das zeigen wir Ihnen gleich in der Live-Demo, wie so etwas bei uns aussieht. Klick. Und noch einmal bitte. Wenn wir uns mal so dieses Thema der geplanten und der ungeplanten Veränderungen, die IT besteht ja praktisch aus permanenten Veränderungen, und so diese ungeplanten Veränderungen, ganz oben rechts, das, was ungeplant und das, was die größten Auswirkungen sicherlich hat, ist dieses Thema Pandemie oder natürlich auch Systemausfälle, Stromausfälle, Schneestürme, also Dinge, die man eigentlich nicht so wirklich im Griff hat. Nur jetzt nochmal draufklicken. Das sind eigentlich auch die Gründe, warum in den meisten Unternehmen Citrix-Technologie heute eingeführt wird. Nicht ausschließlich wegen dieser Dinge, die wir nicht im Griff haben, sondern auch einfach, um deutlich agiler zu sein und um einfach unten links neue Services oder System-Upgrades, um diesen Themen schnell begegnen zu können und zu sagen, wir können unsere Applikationen sehr schnell updaten, ohne die alten eben entsprechend zu gefährden. Wir können neue Services wie SaaS-Applikationen mit Single Sign-On auszurollen, ohne dass der Mitarbeiter dort in irgendeiner Form auf irgendeinem Endgerät etwas kaputt machen kann. Wir können Compliance-Anforderungen schnell begegnen, Übernahmen oder Erweiterungen neuer Niederlassungen schnellstens anbinden. Also das sind eigentlich die Gründe, weshalb unsere Kunden heute hauptsächlich Citrix-Technologien einführen, um hier einfach deutlich agiler in ihrer IT zu sein und nicht nur so diesen völlig ungeplanten Ausfällen begegnen zu können. Klick. Sodass wir heute eben sagen können, der Mitarbeiter hat einfach die Anforderung, eine wirklich consumer-like Erfahrung auf jedem Endgerät zu haben, ein Single Sign-On für alle Applikationen zu haben, also den Mitarbeiter sehr schnell auszurollen auf jedes Endgerät, aber auch sehr schnell wieder zurückzunehmen, wenn er das Unternehmen verlässt, indem er eben keine Passworte kennt, ihm einen konsistenten Arbeitsplatz zu geben, der auf jedem Endgerät gleich aussieht und eben hier für eine reibungslose IT-Bereitstellung zu sorgen. Klick. So, jetzt dieses Thema Live, wir würden Ihnen das Ganze gerne mal zeigen. Da haben Sie, Mansur hat einiges vorbereitet. Wir haben ja inzwischen auch einige Fragen reinbekommen, einige Erwartungshaltungen reinbekommen, auf die wir gleich mal zu sprechen kommen. Wir werden jetzt während dieser Live-Demo, damit Sie auch den kompletten Fullscreen sehen, auf die Kamera verzichten. Und somit würde ich jetzt mal an den Ramsi übergeben mit seiner Live-Demo. So. Auch einen herzlichen guten Morgen und Moin aus dem hohen, wahren Norden, aus Schleswig-Holstein. Ich darf Sie ganz alle herzlich begrüßen. Kann man mich gut hören und kann man mein Bildschirm sehen? Vielleicht, jo, das nehme ich mal als ein Ja. Gut.
Was ich so mitgenommen hatte, wir hatten mal kurz in die Runde gefragt, was eventuell interessant wäre. Unter anderem haben wir hier die ich sag mal, Petcam-Arbeitsplätze, die eventuell für den einen oder anderen hier als Schlagzeug interessant werden kann. DEM-Einstellung, müssen wir gucken, wie weit wir darauf eingehen können. Sicherlich gehört der Workspace Environment Manager mit hinzu, den kompletten Arbeitsplatz bzw. Workplace abzubilden. Dann habe ich vernommen, Komplexität des Citrix-Management, auch ein sehr guter und wahrer Punkt. Da haben wir ja auch schon jahrelang dran gearbeitet und mitgenommen. Eventuell haben wir noch Zeit, dort drauf weiter hinauszugehen und nichtsdestotrotz beziehungsweise auch zu guter Letzt der Zugriff für beziehungsweise auf eine hybride Infrastruktur oder eine Cloud-Lösung in jedem Fall. Ich habe mir mal eben gerade jetzt den Timer gestellt. Wollen wir mal gucken im Tiefflug, wie weit wir kommen. Worauf ich eigentlich jetzt erstmal den Hauptaugenmerk mal legen wollte, ist eigentlich im Prinzip auf die Änderungen, die in den letzten 15 bis 18 Monaten zu uns gekommen sind. Und zwar haben wir oder der andere jetzt sicherlich vernommen, dass wir die Farben gewechselt haben mal wieder, und zwar von Grau auf Blau in dem neuen Icon hier, wie wir es kennen. Nicht nur, dass wir die Farbe gewechselt haben, wir haben auch den Namen gewechselt. Also der Citrix Receiver wurde umbenannt in die Workspace App. Nicht nur die Farbe als auch den Namen, sondern im Prinzip die komplette Architektur hat sich geändert. Von einem festen, ich sag mal, Receiver zu einem Headless, das heißt eigentlich auf gut Deutsch, dass wir gleichgezogen haben und versucht haben, dass die Workspace App unabhängig von welchem Operating-System und Formfaktor, das heißt mobiles Endgerät oder eben halt macOS, Linux oder Windows oder sonstige Derivate wie Android, dass eigentlich der Wiedererkennungsmerkmal ganz wichtig ist für den Arbeitnehmer beziehungsweise für den Benutzer. Dies haben wir geschaffen, indem wir eigentlich jetzt unabhängig davon den gleichen Wiedererkennungswert haben und dass die Konfiguration des eigentlichen Arbeitsplatzes zentralisiert ist und dort eigentlich gestreamt werden kann. Das hat zur Folge, dass wir eigentlich im Prinzip eine Plattform haben für alle Endgeräte und Formfaktoren, in der wir den Wiedererkennungsmerkmal für den Benutzer wiedergeben. Ich zeige Ihnen das gleich nachher nochmal in einer Demo, wie das aussehen würde für, ich sag mal, auf dem iPhone. Da haben wir den gleichen Wiedererkennungsmerkmal als hier auf meinem Windows 10. Einiges ist gleich geblieben, und zwar habe ich hier mein Homescreen. Ich habe hier meine veröffentlichten Anwendungen. Ja, das sind die Anwendungen, die IT für mich als Benutzer bereitstellt, unter anderem sicherlich auch CAD-CAM-Anwendung. Dann im klassischen Fall meinen veröffentlichten Desktop. In diesem Fall interessiert mich das als Benutzer auch nicht, ob der Desktop aus dem klassischen Datacenter meines Unternehmens kommt, von meiner IT, beziehungsweise aus der Cloud, oder ob das so ein Windows 10, ein Server 2016 oder eben halt ein Linux beziehungsweise Linux Shared Desktop ist, ist für mich als Benutzer im ersten Sinne erstmal uninteressant. Ich möchte meine Arbeit verrichten. Was wir natürlich jetzt noch mit inkludiert haben, ist eigentlich eine File- und Sync-Lösung oder Share-File, in der ich eigentlich im Prinzip jetzt vom Fingertap auf meine Favoriten, das sind meine Dokumente, mit denen ich im Moment gerade gearbeitet habe. Hier kann man oben sehen, das war das Austauschdokument, welches zum Beispiel Marco und Dennis heute beziehungsweise in den vergangenen Tagen gearbeitet haben. Das ist nämlich die PowerPoint, die wir eben gerade schon zum Teil gesehen haben. Ich habe hier eigentlich meinen persönlichen Ordner. Das sind meine Dokumente, mit denen ich arbeite. Ja, das sind Dokumente, die eventuell bei mir einem Unternehmen bereitgestellt werden. Das heißt also zum Beispiel, wenn wir uns das hier mal angucken, eventuell von meinem Public Share beziehungsweise von HR Dokumente, mit denen wir zusammenarbeiten. Das können aber auch Dokumente sein, mit denen ich momentan gerade arbeite, wie zum Beispiel hier in diesem Fall zum Beispiel das können wir uns gerne in der Vorschau angucken. Das ist jetzt hier ein Dokument für einen Knowledge Base Artikel, den ich jetzt hier per Fingertipp unabhängig davon, wo ich mich befinde, auf welchem Endgerät ich mich befinde, das könnte ich auch im Internetcafé machen, das Dokument muss noch nicht mal auf diesem Gerät sein, das wird jetzt von mir aus dem Unternehmen, ich sag mal, bereitgestellt. Das kann ich dann eigentlich im Prinzip jetzt auch mit, ich sag mal, einem Kollegen beziehungsweise einem Mitarbeiter beziehungsweise, ich sag mal, Person meines Vertrauens oder eben halt, ich muss schon richtig schreiben, wenn ich das jetzt mit dem Marco zum Beispiel teilen möchte, ja, dann kann ich mir das hier raussuchen. Ich kann ihm sagen, pass mal auf, das ist das Dokument zum Review. Guck dir das doch mal bitte an. Ja, Marco, und dann gebe ich da eine Nachricht ein oder nicht. Nicht nur, dass ich das machen kann.
Ich möchte eigentlich im Prinzip auch zusehen bzw. auch sicherstellen, dass das Dokument nicht in falsche Hände gerät. Und zwar möchte ich das E-Mail verschlüsseln. Ja, ich kann dann sagen, dass der Link, den der Marco denn bekommen würde, eigentlich im Prinzip nach einem Tag abläuft, dass das sich nur einmal runterladen kann bzw. dass ich mir auch dann ein Wasserzeichen oder andere Sachen mir anzeigen kann. Und wenn ich dann fertig bin, kann ich diese Nachricht eigentlich im Prinzip verschlüsseln und verschicken. Und somit erhält Marco dann gleich einen verschlüsselten Link und könnte dann mit mir das Dokument zusammen bearbeiten. Hinzu habe ich dann hier auch noch den Zugriff zum Beispiel auf Cloud-Speicher. In diesem Fall sehen wir hier mein OneDrive for Business, indem ich auch hier mir die IT mehrere Optionen geben kann. Ich kann das unidirektional machen, aka Schatten-IT. Alle von uns wissen, dass der ein oder andere sicherlich nochmal in die HR-Abteilung geladen worden ist und gesagt haben, okay, bitte keine Dokumente in der Public Cloud abliefern. Nichtsdestotrotz wissen wir von uns allen, von der Administrationssicht, wenn Mitarbeiter an Informationen bzw. Zugriff auf Dokumente haben muss oder braucht für seinen täglichen Arbeitsvorgang, dann kann das schon mal sein, dass er sich das auch selber an seine Privat-E-Mail-Adresse verschickt. Hier hat man jetzt die Möglichkeit zu sagen, ich hänge da jetzt die Cloud-Konnektoren bzw. hänge da jetzt hier dein OneDrive for Business, dein Box-Drive oder mit anderen Public-Cloud-Speicher mit dran. Sieh zu, dass die Daten zurück ins Unternehmen kommen und nach 3 Monaten wird eigentlich im Prinzip dieser Connector wieder abgehängt. Oder, wo wir auch überrascht waren, das war nämlich die Grundidee, viele der Firmen und Unternehmen kommen auf uns und sagen, wir haben da eigentlich gar kein Problem mit, dass die Dokumente in der Public Cloud sind. Wir haben den Speicher anhand unseres Plans. Wir möchten den Speicher gerne auch nutzen und haben auch die Möglichkeit, das hier bidirektional, also in 2 Wege zu nutzen, von Lesen als auch Schreiben. Und kann dann eigentlich auch von meinem Fingertipp, ich sag mal Endgerät, auf meine Netzwerklaufwerke im Unternehmen sicher darauf zugreifen. Das heißt also auf gut Deutsch, ich habe hier eigentlich im Prinzip per Fingerdruck Zugriff auf alle meine Dokumente, mit denen ich gerade arbeite, beziehungsweise die gerade in Arbeit sind, wo ich darauf Zugriff brauche und das im sicherten Kontext. So, ich glaube, es ist für den einen oder anderen sicherlich nichts Neues. Worauf wir jetzt mal eingehen, kommt auf das Nächste. Und zwar gucken wir uns das jetzt mal an. Ich nehme mal hier das Beispiel, dass ich gerne Zugriff beziehungsweise, ich möchte gerne jetzt Zugriff beziehungsweise eine Anbindung starten, und zwar eine veröffentlichte Anbindung, die entweder eine Web-Anbindung, das kann ein Salesforce, das kann aber auch ein Siebel oder eine interne CRM-Anbindung sein, also eine Web-Anbindung, die mir das Unternehmen zur Verfügung stellt. Ich nehme mal hier als Beispiel Salesforce. Ja, es kann aber, wie ich schon eben gerade sagte, auch eine interne Webanwendung sein. Das muss jetzt keine Software-as-a-Service-Lösung sein. So, und ich als Benutzer möchte jetzt eigentlich im Prinzip das Salesforce starten. Und was wir jetzt sehen, ist eigentlich im Hintergrund. Und jetzt kommt es zum Demo-Park. Aha. Ja, das ist immer das Tolle mit Live-Demos. Gucken wir uns das Ganze nochmal an. Also ich möchte als Benutzer auf Salesforce starten. Das ist ja wieder spannend. Den ganzen Tag funktioniert es außer einer Demo. Gut, nehmen wir Workday. Gucken wir, ob Workday funktioniert. Da bin ich ja angenehm überrascht. Dann mache ich mal Folgendes. Das ist ja verhext. So. So, jetzt ging es besser. War ein kleiner Hiccup drin. Also was wir gesehen haben, ist eigentlich im Prinzip, und wir kennen, der ein oder andere kennt das von uns, welche Möglichkeiten gibt es. Die IT stellt mir eben halt zum Beispiel eine veröffentlichte Anwendung zur Verfügung. In der Vergangenheit hat man dann eigentlich im Prinzip den Browser seiner Wahl im Unternehmen als veröffentlichte Anwendung bereitgestellt. Das heißt, ich habe dann eigentlich im Prinzip eine Citrix-Verbindung, eine HDX- oder ICA-Verbindung auf diese Public-Ressource gemacht und habe dann intern beziehungsweise dann zugegriffen auf mein Salesforce oder interne Anwendung. Was wir jetzt gesehen haben, und ich zeige Ihnen das nochmal, ich habe mich einmal an meiner Workspace-App, bevor ich die Demo gestartet habe, authentifiziert. Das heißt also mit meinem Benutzernamen, meinem Passwort und einem zweiten Faktor und habe eigentlich somit mit meiner Unternehmens-Identity oder beziehungsweise mit meiner Unternehmens-ID, das heißt in dem Fall mein AD-Passwort oder mein AD-Account, ja,
ihr diese Salesforce in dem Browser, und zwar den Default-Browser dieses Endgerätes gestartet. Nicht nur das, ich musste mich auch bei Salesforce auch gar nicht mehr anmelden. Das heißt also, ich als Benutzer habe eigentlich den Vorteil, dass ich ein Single Sign-On in eine SaaS-Anwendung beziehungsweise auch in eine interne Web-Anwendung, die mir das Unternehmen bereitstellt. Das hat für mich den Vorteil, ich muss kein zweites Passwort eingeben, ich muss mir auch gar kein zweites Passwort merken. Ich habe nur eine Identity, ja, mit der ich mich jetzt hier in Salesforce oder, wir können es jetzt nochmal riskieren, in Workday anmelden kann. Auch sehen wir hier wieder, es wird der Default-Browser meiner Wahl genommen. Das ist momentan hier, ja, der Safari. Und jetzt passiert im Hintergrund ein Single Sign-On mit meiner AD-Identity in Workday rein, beziehungsweise hier in Salesforce. Und ich kann somit eigentlich arbeiten. So, jetzt ändern wir den Kontext ein bisschen. Das ist jetzt hier mein Default-Browser. Ich schließe das jetzt mal hier. Und zwar ändern wir jetzt den Kontext. Und zwar bewege ich mich jetzt außerhalb des Peripheres meines sicheres Umgebung. Also wir müssen uns jetzt vorstellen, ich bin nicht mehr auf dem Unternehmensgelände. Ich befinde mich eventuell auch nicht mehr im Unternehmensnetzwerk. Ich befinde mich eventuell auf dem Weg zum Hauptbahnhof, Flughafen oder in einem Internetcafé. Oder ich komme von einem Gerät, welches nicht unternehmensgemanagt ist. Also als unsicher eingestuft oder die Umgebung oder das Periphere, mein Umkreis ist nicht mehr sicher. Ich bin außerhalb der Unternehmens-IT-Hoheit, aus irgendwelchen Gründen. So, und was wir jetzt machen ist, und das ist die Neuerung, die wir halt mitmachen, ist, ich zeichne das jetzt mal wieder anhand des Beispiels mit Salesforce. Und zwar möchte ich jetzt wieder mit in Salesforce mich anmelden, nur eben halt, was sich geändert hat, ist mein Sicherheitsstandpunkt. Angesichts des Unternehmens. Und was wir jetzt sehen ist, ich habe wieder ein Single Sign-On, aber es wird jetzt diese Anwendung nicht mehr in den Default-Browser meines Endgerätes geöffnet, sondern die Workspace-App hat einen eigenen Container, in dem ein gesichertes bzw. Chromium-Framework läuft, auf welches mir das Unternehmen sogar noch Policies setzen kann. Und wie man es eventuell jetzt hier sehen kann, ist, mir fehlen irgendwelche Search-Balken. Also ich habe jetzt hier nicht im klassischen Sinne im Browser, ja, wo ich jetzt noch hingehen kann. Und das ist natürlich gerade in der heutigen Zeit, wo viele der Mitarbeiter nach Hause geschickt worden sind mit einer VPN-Lösung, eventuell auch noch mit einem Gerät, welches zu Hause vorhanden ist, beziehungsweise mit einem Unternehmensgerät, wo die IT gar nicht mehr den Zugriff oder den Sicherheitskontext gewähren kann, wo braucht er hin, wo befindet er sich und wer hat Zugriff auf dieses Gerät ist. Und das sieht sich dann so aus, also ich kann hier auch nicht weiter surfen, ne? Da komme ich gleich nochmal drauf zu, aber ich habe auch nicht die Möglichkeit, mir jetzt irgendwie hier, ich sag mal jetzt, während wegkopieren. Und zwar hat das Unternehmen gesagt, pass mal auf, Herr Mansour, du befindest dich jetzt nicht mehr bei uns im Netzwerk. Wir blenden dir jetzt mal hier ein Wasserzeichen ein. Das ist jetzt nicht das große Sicherheitsmerkmal oder Feature in dem Sinne. Es ist einfach für mich als Benutzer ein Hinweis, Achtung, schau eventuell mal um dich herum, wer ist hinter dir, wer ist neben dir und wie oft, und ich sehe das öfters mal am Flughafen oder in der City oder wo auch immer, wenn man sich eben halt so ein bisschen außerhalb bewegt, wie viele eigentlich im Prinzip ihren Monitor offen liegen lassen, über Firmendaten und Personen sprechen, weil man eigentlich diesen Kontext verloren hat. Ich befinde mich jetzt im Büro, sondern ich kann jetzt heutzutage von überaus arbeiten und man verliert so im Hintergrund so ein bisschen, ich sag mal, die Sensibilität. Und hiermit wurde eigentlich, ich habe das jetzt hier mit eingebaut, dass man sieht, Achtung, der Kontext hat sich geändert. In dem Fall, ich befinde mich jetzt nicht mehr im Unternehmensnetzwerk, sondern ich befinde mich außerhalb des Netzwerks. Es kann aber auch sein, dass ich mich im Internetcafé befinde oder dass das Gerät nicht mehr den aktuellen Virenscanner-Pattern hat und als unsicher deklariert worden ist. Also, da weiß ich, habe das Wasserzeichen mit eingebunden. Ich kann jetzt auch nicht mehr hier Ctrl-C und V machen. Es wurde mir unterboten, weil das Gerät als unsicher gilt. Und was hinzukommt ist, mir fehlt zwar hier oben der Browserbar, aber so ganz, ich bin ein bisschen affin. Ich habe mir den einfach mal als Bookmark hier hingesetzt und ich möchte doch gerne jetzt in Pirate Bay mit den aktuellsten neuen Kinofilmen runterladen. Warum nicht? Während meiner Arbeitszeit. Und was sehen wir? Selbst die Unternehmenspolicies hinsichtlich Black- and Whitelisting und anderen Einstufungen können hier abgebildet werden. Und zwar wurde hier in diesem Fall gesagt als IT, nein, selbst wenn du dein eigenes Gerät mitbringst, wir haben bestimmte Richtlinien und möchten nicht, dass unsere Mitarbeiter sich auf unsicheren Gebiet umlegt, weil man ja nie weiß,
kriege ich einen Trojaner, wird geschnifft und so weiter und so fort. Also die Risiken des Internets. So, und weil wir gerade über die Risiken des Internets sprechen, komme ich zum nächsten Use Case. Und der nächste Use Case wäre nämlich zum Beispiel, wo man doch sagt, man muss dann Mitarbeitern ermöglichen, auf bestimmte Internetseiten zuzugreifen. Wobei man auch genau weiß von IT-Perspektive und Standpunkt, oh mein Gott, wir müssten eigentlich die Netze isolieren. Und es machen auch viele Firmen, wo man dann ganz einfach sagt, okay, du kannst im Intranet bei uns surfen, aber wenn du ins Internet willst, geh bitte ins andere Gebäude, an den Kiosk-PC und von da aus kannst du surfen. Und wenn du dir was runterlädst, dann kommt das in eine Quarantäne und 2 Tage später hat der Administrator es für sauber befunden und dann konnte ich mir eventuell die Daten oder das Dokument runterladen. So, in diesem Use Case, wo man ganz einfach sagt, okay, wir wissen, es ist unsicher, wir müssen aber den Arbeiter auch oder den Angestellten ermöglichen, dort sich herumzutreiben bzw. aufzuhalten, weil er seine Arbeit verrichten will. Im Prinzip möchte ich die Netze isolieren. So, und ich nehme das jetzt mal an dem klassischen Beispiel ESPN. ESPN ist eine Seite, die eigentlich sich so viel Intellekt holt und dann im Nachhinein über Cookies und anderen Mechanismen mir dann gezielte Werbung mit reinbringen, möchte ich eigentlich im Prinzip sowas möchte ich unterbinden vom IT. Und wir machen das jetzt und jetzt, ich als Benutzer möchte jetzt auf diese Seite. So, was jetzt passiert ist, jetzt wird nachgeguckt, wo befinde ich mich gerade. Jetzt wird in den nächsten Point of Presence hereingeschaut. Das müsste dann in diesem Fall jetzt Amsterdam sein. Und jetzt wird zur Laufzeit in Amsterdam bei Microsoft Azure eine Linux-VM gestartet. Und auf dieser Linux-VM wird mir ein Google-Browser zur Verfügung gestellt. Und ich habe jetzt als Mitarbeiter die Möglichkeit, mich auf diesen Seiten herumzutreiben bzw. meine Arbeit zu verrichten. Ja, ohne dass ich großartig das Unternehmensnetzwerk riskiere oder mir das Unternehmen Exposure. Wenn ich nämlich jetzt gucke, von welcher IP-Adresse ich kommen würde, würde eigentlich im Prinzip das Ganze jetzt entweder aus Houston, Texas oder aus Azure, Amsterdam oder APG, je nachdem, wo ich mich gerade befinde, der nächste Point of Presence, Eingangswahl, kann jetzt hier im Prinzip meine Arbeit verrichten. Und in dem Moment, wenn ich den Browser hier schließe, ja, ist die Verbindung getrennt und der Browser ist im Prinzip ein Web-Dev-Browser. Alle Cookies, alle Trojaner, alles, was ich mir einfangen hätte können. Selbst die IP-Adresse ist nämlich die jetzt von dem Rechenzentrum aus Amsterdam und nicht die meines Unternehmens. So, das waren so 2 Use Cases, die wir angesprochen haben. Ich kann jetzt hier eigentlich im Prinzip unabhängig davon, von welchem Endgerät ich bin, einen sicheren Arbeitsplatz abbilden. Wir haben die Browser unter Kontrolle. Ich kann bestimmte Unternehmensrichtlinien abbilden, Blacklisting, Whitelisting und ich kann einen Single Sign-On auf meinem Arbeitsplatz beziehungsweise Arbeitsplatz abbilden. So, und den klassischen Fall jetzt, wo mein Desktop herkommt, das kennen Sie, da brauchen wir nicht weiter darauf eingehen. Ich kann hier sicherlich auch CAD-CAM-Arbeitsplätze mit anbinden und abbilden, sei es, dass Sie lokal aus meinem eigenen Rechenzentrum kommen, Private-Cloud-Anbieter bei mir um die Ecke oder eben halt aus einer Public-Cloud, ist für mich als Benutzer eigentlich im Prinzip unentgeltlich. Für mich gilt, ich möchte eigentlich im Prinzip sicher arbeiten. So, schwingen wir mal weiter. Wie ist die Tendenz, beziehungsweise wo geht's hin? Und zwar zeige ich Ihnen jetzt eigentlich im Prinzip ein kleines Preview, beziehungsweise wir haben schon einige Sachen davon da. Ich reiße Ihnen jetzt mal ganz schnell vor, wie die Sache hingeht, beziehungsweise wo wir uns momentan befinden. Die Funktionalitäten, die ich Ihnen jetzt zeige, sind in unseren Produkten schon drin. Und zwar zeige ich Ihnen das jetzt hier. Sie kennen es, das ist der Arbeitsplatz. Ich habe hier meine Anwendung, die ich eben gerade gezeigt habe, die Geschichte mit den Dokumenten, die wir sicher austauschen können, auch wieder hier. Ich sage mal, meine veröffentlichten Desktops. Was eben halt noch neu hinzugekommen ist, beziehungsweise Sie eventuell dann schon vernommen haben,
ist, ich habe hier einen Activity-Stream. Ich habe hier rechts mit Actions. Ich habe hier im Prinzip auch so einen kleinen Assistenten und mein Foto, beziehungsweise wer ich bin und wo ich arbeite, als, ich sag mal, meinen Arbeitsplatz. Der sieht eigentlich genauso aus wie hier. Das ist die App. Ich zeichne das Ganze jetzt nur eben halt im Webreceiver. Und damit ich Ihnen das hier zeigen kann, unabhängig davon, welches Endgerät, man hat eigentlich im Prinzip den gleichen Wiedererkennungsmerkmal. Es ist hier nichts Neues. Ja, gerade für die, ich sag mal, andere Generation oder etwas ältere Generation meines Alters, da ist es schon doch ganz wichtig, die Sachen da vorzufinden, wo sie sind, ohne dass ich dann tausendmal rumgucken muss. Und nicht nur, dass ich dann rumgucken muss. Der eine oder andere kennt das sicherlich. Wenn ich damals den Citrix-Client oder den Receiver für Android installieren wollte, musste ich mir erstmal das README und den Administrator-Guide durchlesen, damit ich weiß, wie das installiert wird. Mittlerweile ist die Installation, ich sag mal, einheitlich, weil nicht viel zu installieren ist, weil eher die Konfiguration, das meinte ich mit Headless, eigentlich im Prinzip aus meinem Unternehmen. Sollte der Administrator beziehungsweise jetzt, ich sag mal, mein Unternehmen der Meinung ist, ich möchte gerne das Files mit anbinden oder die Desktops oder die Anwendungen, ist das eine zentrale Konfiguration und je nachdem, habe ich sie oder habe ich sie nicht, bildet sich eigentlich jetzt hier der Workspace ab. So, das heißt also hier kann ich zum Beispiel sehen, ich habe hier einen Reminder, dass um 9 Uhr das Meeting heute angefangen ist. Da kriege ich dann automatisch auch eine Benachrichtigung auf meinem mobilen Endgerät. Wie Sie es auch kennen, zum Beispiel das Gate hat sich geändert. Das heißt so eine Push-Notifikation, das ist irgendwo okay. Hier müsste ich jetzt für den Marco, der war nämlich einkaufen zusammen mit der Wessel für das Marketing-Event und da liegen jetzt $47,000 irgendwie zur Abrechnung. Dann kann ich mir nochmal angucken, für was das war. Aha, wir waren so noch essen und okay, habe ich dann jetzt hier approved, ohne dass ich jetzt eventuell in SAP oder Workday rein oder ich sag mal in dem Unternehmens in deine Unternehmensanwendung mich dann reintüten musste. Hinzugekommen ist jetzt hier eine Notifikation, dass wir jetzt einen neuen Angestellten haben, der bei mir im Team arbeitet, auch vornommen. Und ich habe eigentlich im Prinzip jetzt hier, wie Sie es kennen, auch die Möglichkeit, Sachen zu approven. Auf gut Deutsch, ich als Benutzer, der eigentlich ganz wenig mit Workday oder SAP oder Salesforce arbeitet. Ich bin nämlich kein Power-User, wie jetzt zum Beispiel die Kollegen aus der HR-Abteilung, die tagtäglich jetzt, ich sag mal, als Beispiel mit Workday arbeiten. Die sind Profis da drin. Im Januar saß ich mit Marco Rosin zusammen und der saß dann mit seiner Frau und die haben im Januar schon den kompletten Urlaub geplant. Also für das ganze Jahr 2020. Das heißt, und das Gleiche gilt für mich auch, melde ich mich dann in Workday oder in SAP ein, einmal im Jahr oder wenn es hochkommt, zweimal im Jahr. Und dann muss ich schon einen Kollegen anrufen und fragen, weißt du noch, wie das war? Wie war denn das noch mit dem Urlaub? Wo ist denn das gewesen, wo man den Urlaub eigentlich beantragen kann? Beziehungsweise kannst du noch mal sagen, wie viele Tage habe ich eigentlich noch über? Ich benutze die Anwendung eigentlich im Prinzip ganz selten. Sie ist in den Funktionalitäten, die sie zur Verfügung stellt, benutze ich 1% und muss mich jedes Mal dort reinhangeln. Das heißt eigentlich, ich als möchte die Anwendung oder benutzen. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte mir jetzt einen Urlaub von dann und dann beantragen. Warum Urlaub und requeste ihn. Muss mich jetzt nicht großartig in SAP oder Workday oder meine Unternehmensanwendung anmelden, wie war das Passwort noch, wo war es noch und so weiter und so fort, sondern wir sehen hier eigentlich die Konsolidierung von bestimmten Unternehmensanwendungen. Ich als Benutzer arbeite eventuell mehr im CAD-CAM-Bereich und möchte eigentlich gar nicht die Zeit verlieren, mich großartig in Enterprise-Anwendungen reinhangeln, die ich nie benutze. Und so haben wir jetzt hier eigentlich einen Arbeitsplatz, in dem ich Feeds habe, in den Activity-Feeds, mit denen ich Benachrichtigungen kenne. Und Sie kennen sicherlich alle das klassische Beispiel, der Zug verspätet sich oder der Bahnsteig ändert sich oder das Flugzeuggate ändert sich. Wir kennen das alle, da kommt eine Push-Notifikation. Achtung, der Bahnsteig bzw. das Abfluggate hat sich von G17 auf G38 geändert. Und das sind so Sachen, die wir hier mit in den Arbeitsplatz mit reinstreamen, in der wir einfach uns offen beziehungsweise damit
den Mitarbeitern und das Unternehmen eigentlich ermöglichen, bestimmte Tasks wesentlich einfacher und effizienter abzuarbeiten. Und für mich als Benutzer ist das wesentlich angenehmer, als wenn ich mich da tausendmal irgendwo randrangeln muss. Und vor allem, ich werde nicht so oft gestört, indem ich den Kontext wechsle. Von einer Anwendung in die andere. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz auf die Zeit. Ich habe eine halbe Stunde hierfür angesetzt. Wir sind bei guten 25 Minuten. Jetzt müssen wir mal gucken, welche Themen wir wirklich noch abarbeiten könnten. Und zwar kam das Wort Chem-Chem-Arbeitsplätze, WEM-Einstellung, Komplexität des Citrix-Management und Zuge für, ich sag mal, hybride Infrastruktur. Die ersten beiden Punkte sind sicherlich in den Kontext, und dann kommen wir nachhinein, stehe ich gerne noch zur Verfügung, weil da müssten wir noch ein bisschen im Detail, welche WEM-Einstellung bzw. was wir genau unter Chem-Arbeitsplätze verstehen könnten. Auf die anderen beiden Punkte würde ich jetzt eventuell in den nächsten paar Minuten noch eingehen können, und zwar Komplexität des Managements und Access für hybride Infrastruktur. Und das, was ich Ihnen jetzt momentan alles gezeigt habe, versuche ich Ihnen mal kurz bildlich darzustellen, beziehungsweise von der Konfiguration. Das ist eigentlich ganz einfach, auf cloud.com. Der ein oder andere kann sich sicherlich denken, dass ein oder andere Funktionalitäten des Arbeitsplatzes zentral konfiguriert werden. Und zwar bieten wir hier in dem Fall dann die Möglichkeit, das aus der Citrix Cloud zu konfigurieren. Was uns gleich auffällt, ist hier, dass selbst für die Administration als auch für die Benutzer eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zwingend als mandatory vorgesetzt oder ermöglicht werden kann. Wir setzen das für die Administration für die Citrix als Mandante vor. Das heißt hier, ich muss nämlich einmal ganz kurz, selbst wenn ich die Sache nur administrieren will, mit einem zweiten Faktor meiner Wahl, sei es jetzt ein Citrix Authenticator, ein Google Authenticator, Microsoft Authenticator oder ein Authenticator Ihrer Wahl, das können Sie im Unternehmen definieren, authentifizieren. Und ich habe jetzt eigentlich Zugriff auf die Citrix Cloud. Die ganze Demo, die ich Ihnen gezeigt hatte, die kommt alles aus der USA. Das kann man hier oben auch sehen. Da steht jetzt nicht EMEA, sondern man kann sehen, dass sie aus der USA ist. Es ist ein Shared Environment, es ist ein Demo-Environment. Das heißt also, selbst wir trotteln dann die Ressourcen in dem Demo-Bereich. Ich sag mal, für Produktivbenutzer ist die Benutzererfahrung als auch die administrative Erfahrung sicherlich nicht zu dem zu setzen, wie hier. Und wie wir es hier gesehen haben, den Workspace, die Konfigurations des Workspace, und zwar so, wie wir ihn hier sehen, mit den Policies, mit dem Copy und Paste, mit dem Hinzufügen der Dateien beziehungsweise dem Share-File, das kann ich als Administrator hier eigentlich definieren. Wie soll die Authentifizierung aussehen? Möchte ich eine Standard-Authentifizierung haben? Möchte ich einen zweiten Faktor haben? Möchte ich eventuell Azure AD benutzen, nämlich Okta als Identity Provider? Möchte ich mein vorhandenes Citrix Gateway nutzen, weil ich schon eine Zwei-Faktor-Authentifizierung bei mir im Unternehmen habe? Eventuell, ich sag mal, die Anbieter, die heutzutage üblich sind und der Invest abgeschlossen ist, dann kann ich diesen Herrn weiter nutzen. Und arbeiten natürlich immerhin noch weiter an anderen IDP, die wir hinzufügen. Sei es LinkedIn, Facebook, die Tendenz ist dahin, dass man in der Zukunft nicht nur bring your own device, sondern man bringt auch seine eigene Identity mit. Dann kann ich das Ganze anpassen. Wie soll denn der Workspace aussehen? Welches Logo soll vorhanden sein? Session Reliability, Lingering und die ganzen Sachen stelle ich hier eigentlich im Prinzip sicherlich auch noch mit ein. Und eigentlich geht das dann hier in der Service-Integration, der ich denn eigentlich hingehe und ganz einfach sage, ich möchte jetzt eigentlich im Prinzip das Share-File bzw. die Content-Corporation mit hinzufügen. Das heißt also, in dem Fall ist es aktiviert. Würde ich es jetzt deaktivieren, würde aus meinem Workspace der Haken Dateien wegfallen. Möchte ich eventuell Web- und SaaS-Anwendungen mit Single Sign-On schon vordefiniert haben? Wir haben über 400 verschiedene Templates fertig, die vorkonfiguriert sind. Das heißt, man braucht eigentlich nur noch seine Tenant-ID angeben. Und dann habe ich mein Single Sign-On zu den, ich sag mal, SaaS-Anwendungen, den gängigen SaaS-Anwendungen auf dem Markt, die vorhanden sind. Es kommen tagtäglich neue SaaS-Anwendungen hinzu. Aber nicht nur eben als SaaS-Anwendung, sondern wir helfen Ihnen auch noch bei der Single Sign-On-Konfiguration, wenn Sie sagen, ich habe meine eigene Web-Anwendung bei mir on-prem und möchte dort eben halt eine Single Sign-On mit implementieren. Das ist einfach hier in dem Fall dann auch nur noch ein, ich möchte es haben, beziehungsweise
aktivieren, deaktivieren. Die Microwaves-Geschichte ist eben halt das Feed, was ich Ihnen zeigte, die Microwave in dem Fall, in der wir tagtägliche wiederkehrende Task Microwaves abfertigen, sei es ein Urlaubsantrag oder eben halt, wie gezeigt, das Approven von Spesenabrechnung. Und der Secure Browser ist das, was ich Ihnen zeigte, indem ich Unternehmensnetzwerke eigentlich komplett trennen kann, indem ich dann eine Verbindung, ich sag mal, auf eine veröffentlichte Google Chrome in dem Datencenter, der am nächsten zu mir ist, bereitstelle. Das ist so zur Konfiguration. Die Komplexität des Management versuchen wir natürlich in dem Sinne abzubilden, indem wir das so einfach wie möglich machen und das als Service zur Verfügung stellen. Sie als IT-Verantwortung, IT-Abteilung, als Administrator, haben eigentlich im Prinzip nichts mehr damit zu tun. Wir stellen Ihnen die komplette Citrix-Infrastruktur als ein Service zur Verfügung. Sie müssen sich nur noch um die Workload kümmern, um wo sie steht. Das heißt also den Windows 10, den Windows 7, den Windows 8 beziehungsweise Ihren Terminal-Server 2016, 2019. Den Rest stellen wir Ihnen zur Verfügung. Zum Administrativen, wie kann sowas aussehen? Im klassischen Fall hier an dem Beispiel von den Realtor Apps im Desktop, as a Service. Gucken wir uns das an. Da muss man auch richtig drauf drücken, Entschuldigung. Wir stellen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Das heißt, für unsere Azure-Kunden, die schon, ich sag mal, in einer Public Cloud wie Microsoft sind, und das gilt jetzt hier nur für Azure, habe ich eigentlich die Möglichkeit, relativ einfach meine Workload zur Verfügung zu stellen. Das heißt also, ich füge hier eigentlich im Prinzip meine Azure-Subscription hinzu. Dann wähle ich mein Master-Image. Wir stellen Ihnen verschiedene Master-Images zur Verfügung, sei es ein Multi 10, Windows 10 Multi, Windows 10 Multi-User Operating System oder vordefinierte VDAs. Oder Sie erstellen Ihr eigenes Master-Image, fügen das hinzu und dann erstellen Sie einen Maschinenkatalog, drücken auf den Knopf und wählen die Benutzergruppe aus. Und somit haben dann die Benutzer eigentlich, sag mal, ihr Desktop oder ihre Anwendung zur Verfügung gestellt. Für andere bieten wir natürlich die vollständige Konfiguration, so wie Sie es kennen. Je nachdem, welche Sprache, welche Auflösung ich habe, wird das eben halt adjusted. Und da wir die Benutzererfahrung der CMC noch verbessern möchten, bieten wir Ihnen auch hier das Webstudio an. Das wird eigentlich jetzt hier noch in der Preview ist das vorhanden. Das kommt jetzt, ich sag mal, in zwei Wochen Tags, je nachdem, wie die Kadenz ist bei uns in der Cloud, kommen neue, ich sag mal, werden neue Funktionalitäten hier abgebildet. Wenn die dann komplett abgebildet worden sind, dann können wir uns eigentlich von der vollständigen Konfiguration verabschieden und bieten dann eigentlich eine wesentlich performantere Webstudio-Administrative zur Verfügung. Access für hybride Infrastrukturen. Ja, da bieten wir aus der Citrix Cloud, ich sag mal, relativ einfach die Möglichkeit, die Resource Location, die Sie definieren, sei es, dass sie bei mir in der Public Cloud ist, Azure, Google, Amazon, oder ich kann auch definieren, dass ich den Hypervisor meiner Wahl nutze, der bei mir aus dem eigenen Rechenzentrum kommt oder eben halt aus einem, ich sag mal, Private Cloud-Anbieter, der bei mir gesetzt ist oder eben halt andere Resource Location, kann sie dann eigentlich relativ einfach zusammenführen. Das kann man hier eigentlich sehen, wenn wir uns das mal angucken. Was man hier eigentlich sehen kann, ich habe 12 verschiedene Domänen, über 21 verschiedene Ressourcenstandorte. Die kommen meistens entweder aus der Citrix, aus der Public Cloud, einer lokalen Cloud, wie bei mir zu Hause, oder eben halt ein Private Cloud-Anbieter meiner Wahl. Die kann ich alle aggregieren. Ich kann sie auch dementsprechend, ich sag mal, die Resource Location definieren. Sei es, dass ich sage, Sie haben einen Connector beziehungsweise einen Remote-Zugriff oder nicht. Das kann ich hier eigentlich alles sehr schön definieren.
indem ich den Workspace zusammenfüge und ganz einfach definieren oder beziehungsweise sagen kann, okay, wo sind wir? Hamburg. Ich gehe jetzt mal hier. In Hamburg läuft zum Beispiel mein Office, das von 20 Server 2016 kommt. Und möchte ich gerne jetzt zum Beispiel sagen, okay, das soll für den Remote-Zugriff für meine Mitarbeiter von außen zugänglich sein, dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich nehme mein traditionelles Gateway, weil ich den Netscaler noch habe und gebe eigentlich jetzt im Prinzip die FQN an, wo das SSL terminiert. Oder ich kann mir auch sagen, den Netscaler, den spare ich mir, den brauche ich nicht. Ich nehme den Gateway-Service, das stellen wir Ihnen zur Verfügung. Und Sie sehen, da können Sie auch nichts konfigurieren. Sie können eigentlich nur sagen, ich möchte Remote-Zugriff, also Zugriff von außen gewährleisten oder nicht. Und somit habe ich dann eigentlich auch die Möglichkeit, mir, ich sag mal, meine Infrastruktur dementsprechend anzupassen, wo sie gerade ist, beziehungsweise wo mein Invest ist. Und eventuell, wenn heute A angesagt ist und A ändert die Preise, dann kann ich eigentlich relativ einfach auch dann wechseln zugehen. Das ist so der Gedanke dahinter, dass man kein Lockt einkommen. So, jetzt kriege ich aber im Hintergrund, kriege ich schon einige Winks, dass wir zeitlich sonst in Vollzug kommen würden und ich würde dann eigentlich sicherlich zum Ende hin noch für Fragen und Antworten zur Verfügung stellen und dann würde ich jetzt eigentlich den Bildschirm wieder zurück an den Dennis geben wollen. So. Bin ich schon eins soweit? Okay. Verschiedenes wurde ja schon aufgegriffen. Das vermischt sich jetzt auch so ein bisschen. Wir haben das eine oder andere gesehen. Wir haben uns gedacht, wir bringen noch das eine oder andere Kundenbeispiel. Beispiele aus unserem Consulting, aus unseren Projekten der letzten Monate tatsächlich, um auch Bezug auf diese Zeit zu nehmen, von der wir gerade gesprochen haben, so ab März. Das werden wir wahrscheinlich später noch erzählen. Es begab sich im März das und so weiter. Da waren die Anforderungen natürlich plötzlich da, Dinge zu tun und Dinge umzuwälzen, die so vorher vielleicht gar nicht stattgefunden hätten. Man hätte sich vielleicht mehr Zeit gelassen etc., um Projekte zu planen, um Dinge zu ändern, einzuführen. Im Kundenbeispiel 1 hatten wir einen öffentlichen Kunden, der gesagt hat, und da haben wir eben wieder dieses Beispiel mit CAD, der gesagt hat, er musste CAD-Arbeitsplätze ins Homeoffice bringen. Da gibt es natürlich dann eine Arbeitsgruppe, die plötzlich sitzt und sagt, wir können jetzt die PCs nach Hause schleppen, die Workstations, mehrere Monitore, das alles noch beschaffen, wenn das jetzt aus dem Unternehmen nicht rauszukriegen ist. Wenn wir jetzt irgendwie einen Sicherheitsaspekt mit reinnehmen, dann müssen wir ein anständiges VPN aufbauen, sodass wir quasi im Unternehmensnetzwerk arbeiten. Das können wir jetzt für x Personen machen und wenn dann CAD drüber läuft, dann wird es schon schwierig. Also war der erste Gedanke, das Ganze im Rechenzentrum zu belassen und irgendwie so nach draußen zu bringen, so im Sinne von über Bereitstellung des Bildschirms, was jetzt ja verschiedenste Möglichkeiten oder Ausprägungen haben kann. Einmal über Citrix und auch andere Möglichkeiten. Man hat sich also gedacht, man beschafft Server-Hardware mit Grafikprozessoren, Grafikkarten drin, entsprechenden Lizenzen. Das wäre dann diese eine Möglichkeit, bei der man im RZ stark aufrüstet und bringt dann die CAD-Rechenpower in den Server sozusagen, um dann die Bearbeitung dieser Geschichten, dieser Anwendungen von zu Hause aus, vom Homeoffice aus machen zu können. Das ist ein hoher Kostenpunkt gewesen. Wir haben herausgefunden, dass das überhaupt nicht günstig machbar ist, im Sinne von die Minimal-Invest-Kosten sind da hoch. Es muss Hardware da sein und dann geht das mit fortschreitender Userzahl vielleicht dann insgesamt pro User auf einen günstigeren Preis. Aber mal eben Server-Hardware zu bekommen, war das eine Thema, Lieferzeiten etc. Das zweite Thema, die Kosten. Und ob sich das denn überhaupt hinterher halten würde, für so eine Hauruck-Aktion vielleicht nicht sehr geeignet. Das ist ein kleines Beispiel, denn was haben wir gemacht? Wir haben eine kleine Lösung uns überlegt, wir haben den CAD-Usern des Kunden über Citrix Remote PC den Zugriff auf ihre Workstations gegeben, die am Arbeitsplatz stehen.
Das ist sehr performant. Die Kollegen können arbeiten. Das Ganze dauert wenige Stunden, dauerte wenige Stunden hier in unserem Fall, das sozusagen bereitzustellen. Und die IT hat Zeit gewonnen, sich ein Konzept zu überlegen für die Zukunft, für dieses New Normal, oder wenn wir es dann irgendwann mal definieren können, wie es dann auch aussehen wird, dieses New Normal. Noch weiß es ja immer noch keiner, in welche Richtung es wirklich geht und wann. Aber Zeit gewonnen, um da ein Konzept zugrunde zu legen. Remote PC ist da also ein Stichwort. Können wir sicherlich auch noch mal kurz aufgreifen gleich. Zugriff auf die Workstations, die im Unternehmensnetzwerk stehen, um wirklich den Arbeitsplatz, so wie er ist, zugänglich zu machen von außen. Im zweiten Beispiel hatten wir, da mischt sich das Ganze so ein bisschen, ein Verlagshaus, was mit ungefähr 160 Arbeitsplätzen mal eben nach Hause musste. Und zwar über ein Wochenende. Man hat sich gesagt, wenn wir die nächste Woche jetzt hier nicht produktiv arbeiten können, also kommende Woche jetzt nicht produktiv arbeiten können, dann haben wir tatsächlich ein Problem. Wir müssen am Wochenende wirklich alle nach Hause verlegen. Wie machen wir das? Die Herausforderung war also, in ungefähr 3 Tagen, wir hatten ein bisschen Vorlauf noch, das bestehende Fat-Client-Konzept zu ändern. Also man hat mit Fat-Clients gearbeitet und sich gesagt, das funktioniert auch so wunderbar. Es war keine andere Technologie im Einsatz. Ja, es gab das ein oder andere VPN, was ins Unternehmensnetzwerk führte. Aber man musste plötzlich am besten ganze Desktops, so wie der User sie von seinem Arbeitsplatz her kennt, oder auch einzelne Anwendungen, zum Beispiel für User, die gar keinen eigenen individualisierten PC mit Desktop und Hintergrundbild haben, sondern vielleicht User, die an quasi Gemeinschaftsarbeitsplätzen arbeiten, in der Produktion, wo auch immer, die mussten auch auf Anwendungen zugreifen können. Vieles konnte von zu Hause gemacht werden, da ist Produktion ja dann doch von zu Hause möglich, aber die einzelne Anwendung musste dann doch zum User. Das heißt, man brauchte was Gemischtes. Der eine oder andere brauchte wirklich seinen Desktop. Das hat man dadurch versucht umzusetzen, weil die User Experience irgendwie beibehalten werden musste. Man kann nicht innerhalb von 3 Tagen das Konzept komplett ändern und dann sagen, so, jetzt ist alles anders, wie du arbeitest, das schaust du dir mal bitte selbst an. So haben wir in diesem Fall auch Remote PC genutzt, um den Usern ihren Arbeitsplatz, so wie er ist, nach Hause zu bringen, für diese Zeit, für diese Zwischenzeit. Haben aber auch, und das ist jetzt das, was wir eben gerade gesehen haben, diese Mischung, diese Hybridität, haben aber auch in der Citrix Cloud, über Citrix Cloud Services, Citrix Maschinen aufgesetzt, die die Anwendungen bereitstellen können, sodass wir in der Web-Oberfläche oder in der Workspace-App des Benutzers eine Mischung drin hatten, entweder aus Desktops, die er sich nun aufrufen kann, oder seinem Desktop, den er sich aufrufen kann, plus einzelnen Anwendungen. Und die Herkunft ist da natürlich ganz unterschiedlich. Der Desktop kommt vom Arbeitsplatz-PC, der im Unternehmens-LAN steht und angeschaltet ist, während einzelne weitere Anwendungen von den bereitstellenden Servern aus der Citrix Cloud kommen. Warum diese Mischung? Das mal eben aufzusetzen. Das ging eben mit den Cloud-Services gut, sodass wir da auch wieder Zeit gewonnen haben, aber nicht etwas, was wir nur machen, um es geplant wieder einzustampfen, sondern diese Lösung war zukunftsträchtig, weil wir die Dinge jetzt dabei sind, mit dem Kunden zu übernehmen aus dieser Installation. Also es geht da in die Cloud, es geht auch mit Office 365 quasi in die Cloud und das passt alles sehr gut zusammen. Und das war sozusagen keine Eintagsfliege, sondern da konnten die Citrix-Technologien wirklich etwas ad hoc bereitstellen, was dann aber hinterher auch übernommen werden kann. Diese beiden Beispiele, ich kann Ihnen sehr gerne auch im Nachgang noch dazu Details liefern, zu der CAD-Geschichte, zu den Hardware-Geschichten, was ist dann nötig, womit arbeitet man da, NVIDIA ist da ein Stichwort, Grid ist da ein Stichwort, Lizenzen, User-Lizenzen und so weiter. Da können wir Sie gerne beraten, kommen Sie da gerne auf uns zu. Hier in aller Kürze jetzt erstmal die beiden Beispiele. Womit wir dann auch zum Lizenzmodell und seinen Änderungen kommen. Marco, versuch mal den Screen zu übernehmen, bitte. Mach du mal einfach weiter. Ich glaube, wir lassen das ja, so. Ja, kann ich auch machen. Okay. Ja, genau. Also zum einen mal erstmal vielen Dank für die Beispiele. Und ich denke, da ist es auch ein gutes Beispiel dafür, dass wir inzwischen also 2 Welten haben. Die eine wird jetzt nicht direkt durch die andere abgelöst, aber in Koexistenz 2 Welten haben. Die Citrix Cloud und die Citrix On-Prem-Installation, die meisten von Ihnen Stand heute kennen. Klick mal bitte, Dennis. Mhm. So, dass wir hier 2 Modelle heute aktiv nebeneinander haben. Also einmal links den Citrix Workspace oder Citrix Cloud Service.
Wir hatten eben beim Ramsi in der Demo eben auch Dinge gesehen, die Sie kennen. Das sind Xen Desktop oder Citrix Virtual Apps Xen Desktop, wie es heute nach unserem heutigen Lizenzmodell heißt. On-Prem läuft bei Ihnen, aber auch eben ein Mix. Und das war das, was Dennis eben auch dargestellt hatte. Und in dem Fall laufen, also bei dem Verlagshaus laufen dann auch diese Workloads, die in Form der Citrix Cloud bei Ihnen im Rechenzentrum laufen könnten. Die laufen in dem Fall laufen die in Azure. Also dass wir hier so ein hybrides Modell haben aus Remote PC im Gebäude, im Rechenzentrum des Kunden, als dann eben auch in Koexistenz das Ganze über die Citrix Cloud dazu steuern, über Azure und über die Citrix Cloud Services. Also hier sicherlich ein gutes Beispiel dafür, wie das Ganze als hybrides Modell zusammenlaufen kann. Und das, was wir beim Ramsi eben ganz, also in Komplettausprägung gesehen haben, eben in der Einbeziehung der File Services, in der Einbeziehung der Software as a Service Applikationen wie Salesforce oder Concur, was wir hatten. Das ist eben das Citrix Workspace, wo wir sagen, das ist eigentlich die Umgebung, in dem wir Ihnen oder dem User die Möglichkeit geben, wirklich zu sagen, dein Arbeitsplatz ist komplett, egal wo du bist. Du kannst über Policies gerne von zu Hause arbeiten. Dort sperren wir dir einfach, dass du auf deine C-Platte auf deinem eigenen Gerät speichern kannst. Das darfst du nicht drucken. Dinge, wo sie sagen, ich kann genau diese Koexistenz, das New Normal, so definieren, wie sie es eigentlich für sich möchten. Jetzt zum Lizenzmodell. Es wird sich ab dem 1.10. oder ja, ab dem 1.10. wird sich entsprechend etwas verändern. Das ist jetzt wichtig für die Bestandskunden, die heute XenApp, Xen Desktop oder Virtual Apps, Xen Desktops in einem Kaufmodell haben. Es wird sich verändern in der Form, dass wir sagen, diese Kaufmodelle sind so in der Form nicht mehr verfügbar. Das heißt, also das, was Sie heute bereits gekauft haben, wird es ab dem 1.10. nicht mehr geben. Sie sehen da unten drunter den Punkt, keine Veränderung der Technologie, das ist wichtig. Also wir verändern hier letzten Endes das Lizenzmodell. Wir haben auf unseren Citrix-Zielen stehen, wir würden gerne eine Subscription-Company werden, wie viele andere, Microsoft und Co. entsprechend auch. Und somit haben wir gesagt, die Citrix Cloud Services als auch die Citrix On-Prem Services sind als jährliche Subscriptions zukünftig nur noch verfügbar. Das heißt, wenn Sie heute eine Umgebung haben, und das ist eigentlich sehr, sehr wichtig für die Bestandskunden, wenn Sie heute eine Umgebung entsprechend haben und diese Umgebung weiterlaufen lassen möchten, können Sie das ganz normal tun. Sie brauchen eigentlich nichts zu. Das bedeutet für Sie erstmal gar nichts. Wenn Sie ab dem 1.10. entsprechend Ihre Umgebung ausbauen, also erweitern möchten, dann würde das heißen, Sie haben vielleicht heute eine Kaufumgebung von 500 Usern, möchten 50 dazu haben und würden ab dem 1.10. diese 50 User im Mietmodell dazu nehmen. Natürlich zu entsprechend reduzierten Preisen bezogen auf die Kauflizenz, aber eben unter der Prämisse, dass wir sagen, die Technologie ändert sich nicht. Der IT-Leiter oder die IT bekommt ein Lizenzfall, was eingespielt wird, dort, wo die anderen auch liegen. Der User meldet sich an, also für diese Kollegen ist keine Veränderung sichtbar. Das Einzige, wo Veränderung sichtbar ist, dass wir ein Subscription-Modell haben, praktisch in der Buchhaltung, dass wir da sagen, die heute Lizenzen haben, würden zwei Dinge haben. Kauf mit entsprechender Jahreswartung und das Subscription-Modell ab dem 1.10. Das ist das, was wir jetzt machen werden. Also wenn Sie dazu Gespräche führen, und da steckt ja der Teufel im Detail, gerne mit der Wessel, mit dem Dennis Ünal, mit mir. Also sprechen Sie uns gerne an, wenn es Fragen gibt, was das bezogen auf Ihre Situation entsprechend bedeutet. Also technologisch nichts, also auch hier keine Änderung in Sicht, dass wir sagen, dort ist bereits irgendwo ein Ende von On-Prem, ist es nicht. Sie können einfach nur dann die zukünftigen Lizenzen als Mietmodell erstehen. Wobei, ne, die beiden Bubbles von eben, Cloud-Lizenzen, Citrix as a Service im hybriden Modell, entweder die Daten bei Ihnen im Rechenzentrum oder eben entsprechend irgendwo anders oder eben dieses On-Prem-Modell, was Sie heute haben. Klick mal bitte, Dennis. So dass wir eben hier sagen, die Discounts, also wenn Sie, wir haben ja ein Tiered-Price-Modell. Also wenn Sie entsprechend eine entsprechende Zahl von Usern haben, würden jetzt entsprechend nachkaufen, eben auf Basis des Mietmodells, des Subscription-Modells,
würden Sie genau diese Dinge dann eben auch in Ihrem Tiertmodell erfahren. Also diese Dinge bleiben Ihnen erhalten. Wenn Sie bereits Pläne haben, Ihre Citrix On-Prem-Umgebung zu erweitern auf Basis von Kauflizenz, nach dem 1.10. sprechen Sie doch einfach mit uns, dass wir einfach mal gucken können, was bedeutet das preislich. Kaufen Sie dann doch lieber vorher oder ist es im Prinzip egal, dass Sie sagen, dann nehme ich eben ein Mietmodell, passt mir sogar ganz gut von den Kosten her, dann müssen wir entsprechend drüber sprechen. Aber dass Sie einfach mitnehmen heute, es wird sich eigentlich für die bestehende Umgebung nichts ändern. Sie müssen sich bitte nur entscheiden bis zum 1.10. bis zum 30.09. beim Mehrbedarf, welchen Weg möchte ich denn gehen und danach gibt es halt nur noch ein Mietmodell. Das mal von unserer Seite. Wie gesagt, da steckt der Teufel im Detail. Sprechen Sie uns gerne an, die Kollegen von der Michael Wessel. Wir stehen da zur Verfügung, dass wir hier mal Auswirkungen auf Ihre individuelle Situation mal diskutieren können. Gib mal bitte, Dennis. So, dass wir hier ebenso von der Timeline nochmal ganz kurz zusammengefasst haben. Wir benachrichtigen unsere Distribution, trainieren unsere Partner, kommunizieren das Ganze eben an unseren Kundenkanal. Und hier ab dem Oktober ist entsprechend dieses Lizenzmodell nur noch als On-Prem-Subscription verfügbar. Ähnlich wie die Cloud, dann eben für 1, 2, 3 Jahre Subscriptions abschließbar. Das ist an der Stelle wichtig zu der Veränderung des Lizenzmodells. Ansonsten, wie gesagt, haben Sie eben sehr viele Cloud-Dinge gesehen und da auch unter der Prämisse, wenn Sie öffentliche Auftraggeber sind und sagen, das könnte jetzt mein Compliance-Thema zum Beispiel betreffen, eigentlich gefällt mir das sehr gut, die Infrastrukturkomponenten immer verfügbar zu haben, evergreen zu haben aus der Citrix Cloud. Sie behalten Ihre Daten. Dort in der Cloud sind nur Metadaten, sodass man dort eben auch, wir haben auch einige öffentlichen Auftraggeber oder Krankenhäuser, die bereits heute auch in die Citrix Cloud Services gewechselt sind, sodass wir auch diese Dinge mit der Michael Wessel mit Ihnen gemeinsam abklären können. Was bedeutet das eigentlich für mich, für meine Compliance-Themen? Okay. Gut, wie gesagt, für Fragen stehen wir gleich noch zur Verfügung oder natürlich auch gerne im Anschluss noch im Detail. Vielen Dank, Dennis. Okay, danke Marco. So wären wir dann auch beim Bereich Fragen und Antworten angekommen. Wir haben in der Zwischenzeit eine konkrete Frage bekommen zusätzlich, die sich zum Thema Dokumente in der Workspace-App abgespielt hat. Ramsi, da ging es darum, vielleicht können wir nochmal drauf eingehen. Dass die Frage war, können diese Dokumente auch über einen SIM-Client direkt auf einen Client lokal synchronisiert werden oder liegen diese nur online auf den Servern beziehungsweise der Citrix-Infrastruktur? Weil ich gesagt, was dahinter ist, ne? Genau, hast du schon richtig geantwortet. Ja, es gibt auch einen SIM-Client, beziehungsweise der ist mit inkludiert, der ist mit drin. Sie können es vorschreiben, beziehungsweise an- und abschalten und der Benutzer kann dann auch die Daten sich runtersinken und mit Versionierung arbeiten und etc. pp. Ja, also ja, kann auch über ein SIM-Client runtergeladen werden. Was an der Stelle vielleicht noch interessant ist, dass wir da eine Container-Technologie haben, dass wir eben also auf die mitarbeitereigenen Endgeräte diese Daten runtersynken können in einen Container, der von der IT gemanagt werden kann, ohne das Endgerät, was dem Unternehmen ja nicht gehört, wenn es mitarbeitereigen ist, eben entsprechend zu betreffen. Aber auch diesen Container, diesen gesynkten Container, entsprechend dann bearbeiten oder löschen zu können. Genau, Pill-Kill, das heißt, sollte sich das Unternehmen, sollte das Gerät abhanden kommen oder verloren, ein Anruf in einer Administration und per Knopfdruck wird dieser Container dann gelöscht von dem Endgerät. Das heißt, die Dokumente sind dann auch weg, beziehungsweise nicht weg, sondern sie definieren, wer soll die Dokumente denn vererbt bekommen. Oder klassischer Fall der Mitarbeiter oder ich sage jetzt mal, wir arbeiten mit Dienstleister, die für 3 Monate in der Projektarbeit sind, die kommen mit ihren eigenen Geräten, die bringen ihre Identity mit, sie wollen aber trotzdem sicher Daten austauschen, dann liegen im Container, nach 3 Monaten ist die Mitarbeit vollendet und abgeschlossen, erfolgreich und dann holen sie die Dokumente wieder zurück. Also Use Cases über Use Cases, genau, die man damit abbilden kann. Okay, prima. Das eine oder andere Thema, Stichwort haben wir ja aufgegriffen. Dinge, die vielleicht ein bisschen kürzer gekommen sind, Ramsi, bei dir, hattest du ja auch notiert, glaube ich, oder mit angesprochen, auf was du eingehst, auf was du weniger eingehen kannst jetzt
Wir haben eine Konfigurationsgeschichte in den Fragen drin gehabt. Kannst du noch mal kurz drauf eingehen? Ja, ist ein bisschen Herausforderung, je nachdem, wie das Verständnis ist. Also wir hatten einmal CAD-Arbeitsplätze, WEM-Einstellung, Komplexität des Citrix-Management und Zugriff, Access für eine hybride Infrastruktur. Genau. Ohne da, dass ich jetzt näher nachfragen konnte, habe ich erstmal vorweg assumed und dachte, ich könnte dann die Punkte eventuell mit abarbeiten. Angeklopft haben wir sie, beantwortet, sicherlich hängt davon ab, was derjenige an konkreten Fragen hatte. Vielleicht können wir da noch konkreter mehr reingehen, wenn Bedarf besteht. Genau, das möchte ich nämlich hiermit auch anbieten. Wir haben versucht, das so ein bisschen zu mischen. Mit der Zeit sind wir ja jetzt etwas, auch mit dem Inhalt etwas drüber gewesen, haben aber schon die ein oder andere Frage, das eine oder andere Stichwort aufgegriffen. Das machen wir sehr gerne im Nachgang. Kommen Sie da gerne auf uns zu, wenden Sie sich direkt an mich oder an die Kollegen. Dann greifen wir die Themen gerne nochmal auf und besprechen das. Was wir grundsätzlich noch von unserer Seite aus, von der Michael Wessel anbieten möchten, ist Folgendes. Dieses ganze Webinar sollte natürlich auch ein Überblick sein über das, was in der Zwischenzeit passiert ist, was unsere Kunden so gemacht haben, wo Citrix steht. Wir hatten das Lizenzmodell nochmal und die Änderungen darin. Was wir anbieten ist, wir möchten Ihnen anbieten, falls Sie auch in einer ähnlichen Situation sind, wie unsere Kunden aus den Beispielen oder waren oder gesagt haben, wir haben verschiedene Dinge eingeführt, auch mit einem Dienstleister, mit uns als Michael Wessel zusammen. Wir möchten gerne nochmal darüber sprechen, was wir jetzt daraus machen. Wie bekommen wir da jetzt eine Struktur rein? Wie bekommen wir da jetzt noch mehr Konzept rein, als wir in der Zeit machen konnten? Wie verändert sich das Ganze? Das prüfen wir gerne für Sie und mit Ihnen zusammen. Das heißt, das wäre ein Pre-Sales-Einsatz, den wir bei Ihnen und für Sie machen würden, vor Ort mit Consulting, der sich so um einen halben Tag ungefähr abspielt. Das kann remote gemacht werden, das kann vor Ort gemacht werden, alles compliant mit den Regelungen aktuell und würde dann im Nachgang bedeuten, dass wir Handlungsempfehlungen geben, die dann erstmal von Produkten unabhängig sind, aber wo wir sagen, wie wir das jetzt auch im Vergleich mit allen anderen Szenarien, die wir so hatten in letzter Zeit, was wir empfehlen würden, wie man da jetzt noch vielleicht optimieren könnte an der Geschichte und Ihnen da eine Empfehlung aushändigen. Nutzen Sie das gerne, kommen Sie auf mich zu mit Ihren Fragen, mit Ihren Themen und dann können wir uns darüber unterhalten. Wenn jetzt keine weiteren Fragen mehr kommen sollten, wenn jetzt im Chat nichts mehr kommen sollte, ich mache nochmal das Fensterchen auf, damit wir das hier auch haben. Da ist nichts dazugekommen. Wunderbar. Wir sind mit 11.20 Uhr inklusive Fragen gut in der Zeit, würde ich sagen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für Ihre Teilnahme. Danke an die beiden Kollegen. Danke Ramsi für die Demo. Danke Marco für den Überblick. Und wünsche Ihnen einen schönen Tag und eine tolle Restwoche und freue mich auf Ihre Reaktion, auf Ihre Rückmeldung. Dankeschön.